Michael Sobotsky ist der Künstler, es ist ein Fotograf und Videokünstler, der die Arbeit gemacht hat. Moses and Griffith ist der Titel dieser Arbeit. Und das sind auch die beiden Protagonisten, das sind die beiden Erzähler dieser Arbeit. Man sitzt hier in der Mitte von vier Screens und es gibt vier Erzählungen, also zwei Erzählungen von dem jeweiligen Künstler. Und Moses und Griffith sind Guides in Grahamtown, heute Makanda, jeweils in Monumenten, also Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das eine ist das Observatory und das andere ist das 1820 Settle Monument, das die Siedlungsgeschichte der Engländer im 19. Jahrhundert beschreibt. Das Observatory ist ein Gebäude, was von einem Juwelier gebaut worden ist, in das dann später eine Camera Obscura eingebaut wurde, mit der man tatsächlich den Innenbereich von Grahamtown anschauen kann auf einer Platte aus weißem Gips aus Paris. Das Besondere dieser Arbeit ist aber, dass sich eben halt mehrere Erzählungen oder Arten der Erzählungen hier überlagern. Sobotsky hat die beiden gebeten, einmal eine öffentliche Führung zu machen, so wie sie sie immer machen. Und dann hat er sie gebeten, diese Führung nochmal zu wiederholen und eine mehr persönliche Geschichte zu erzählen. Und diese zwei Arten der Erzählung von zwei sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, und das ist alleine spannend zu beobachten, was das für Persönlichkeiten sind, die überlagern sich in der Mitte dieser Videoinstallation. Und die Reibung zwischen dieser offiziellen Erzählung, die letztendlich eine Erzählung der Kolonialgeschichte ist, und der persönlichen Erzählung und wie dann innerhalb der persönlichen Erzählung wirklich unglaubliche Geschichten aufbrechen. Dieses Aufbrechen, das ist das Spannende und eigentlich Zentrale dieser Arbeit, die durch die Brüche zwischen diesen beiden Erzählungen in diesen Überlagerungen wird sowas wie die ganze Tragweite ihrer persönlichen Geschichte erst sichtbar. Und wenn ich in der Mitte dieser Screens sitze, dann erlebe ich keinen klaren Strom, keine klare Erzählung, sondern ich erlebe Überlagerungen, ich erlebe Brüche, ich erlebe Schlaglichter, einzelne Stichworte. Und genauso, finde ich, funktioniert, zumindest für mich, auch sich erinnern und sich aus unterschiedlichen Momenten, Sekundenaufnahmen eine Erinnerung erstellen. Das finde ich hier besonders gut erlebbar.